Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Farm Manager. Ja, der Kartoffelroder hat es jetzt endlich geschafft, den Berg hochzukommen, ohne dass er sich weiter festgefahren hat. Also ich habe dann wirklich nicht mehr eingreifen müssen. Allerdings wird die nächste Anschaffung wird ein... falsches Ding. Wird ein Tieflader. Den da. Ja, da bringen wir ihn mit Sicherheit drauf. Arschmann. Der hier... Bei den kann man ausfahren. Das müssen wir dann testen. Und dann fahren wir mit den LKWs rum. Weil wir uns sowieso früher oder später einen LKW zulegen wollen. Gut. Dann lassen wir den hier gleich einmal. Fahren wir den wieder einen Curseplay-Kurs ein. Ja, hier ist er der Punkt. Und wir starten den Curseplay-Kurs. Hier. Brauchen wir ein Vorgewende? Ja, machen wir zwei. Dann machen wir drei. So, dann löschen wir eben den Kurs. Kurs generieren. Wir sind auf Feld 21. Vorgewende machen wir 3. Überlappen lassen wir es 1%, das reicht. Aktuell okay, 3,20 Meter. Feldrang Kurs generieren. Escape. Speichern. Feld 21. Kartoffel. 3,20 Meter. 3 Vorgewände. Gut. Dann lassen wir den Fahrer mal ein Stück zurück. Dann stellen wir natürlich am ersten Wegpunkt ein. Alles klar. Feld 21 ist eingestellt. Müssen wir bloß hier mal schauen mit Linksklick, dass wir das überall aktiviert haben. Autodrive Rechtsklick hat. Deaktivieren. Und hier Rechtsklick hat. Deaktivieren. Das heißt, wir müssen... Ja, Schatz, seht ihr es? Wenn ich hier Rechtsklick mache, im Freien, dann bleibt er mir immer hängen. Das wäre aber überall deaktiviert, okay. Also der macht gerade. Der wartet auf seinen Abfahrer. Der hat geparkt, super. Was tut er hier? Okay, er macht hier seine Vorgewende oder ein bisschen was auslassen. Klar, weil er ja mit seiner riesen Arbeitsbreite die Kurven nicht richtig kriegt. Hier läuft alles. Ja, was wollen wir mehr? Wir wollten jetzt eigentlich, müssen wir jetzt dann nur abwarten, ob der Kollege hier auch seinen Job richtig macht mit rückwärts einparken und so. Oder nicht rückwärts einparken, sondern rückwärts reinfahren beim Bäcker. Aber da müssen wir, wie gesagt, da müssen wir abwarten. Ah, da hinten stehen nur Ballen, da ist der Unimog. Ja, was haben wir jetzt eigentlich aktuell gerade arbeitslos? Aber genau aus dem Grund... Suchen wir uns noch eine Mission raus. Oh, nur mit Kartoffeln ernten? Nein, das tun wir nicht. Erntefeld 7, nein. Ballen pressen. Oh ja, die war interessant. Wir müssen jetzt das wieder aktivieren hier. Wir müssen schauen, ob wir eigentlich... Ich glaube, wir haben doch uns schon mal eine Ballenpresse gekauft gehabt, oder? Ich war der Meinung, wir hatten schon Mähtechnik. Ja, wir haben noch keine Mähtechnik. Wieso haben wir noch keine Mähtechnik? Gut, dann wird es dieser Job nicht, weil ausleihen damals uns nicht. Mhm.
Ja, Kuhstall haben wir auch noch keinen. Ah ja, genau, wir wollten schauen. Global Company Tiere. Es wird wahrscheinlich der Georg Kuhstall, weil da ist der Mixer dabei, der Fütterungsanlage und so dabei. Und das finde ich schon ganz cool. Aber wir brauchen ein Silo. Ich habe nämlich hier von der Modding Welt Access mir was mit drauf genommen. Dann holen wir uns jetzt nur mit 10.000 Kredit. Und platzieren wir mal so Herbizid-Tank und so Saatgut-Tanks. Weil bis wir nämlich so weit sind, dass wir unser eigenes Saatgut produzieren, hat es glaube ich nur ein bisschen. Wir nehmen jetzt hier mal Dünger. Wie da die Song. Oh, wo stellen wir denn die hier? Die müssen wir jetzt natürlich so platzieren, dass man da auch über die Schäden zukommt. Also wir nicht, sondern der Autodrive. Ja, ich glaube, dass das schon hier und hier, oder? Was sagt ihr? Ja, ich denke. So, das ist jetzt einmal der Dünger. Dann platzieren wir hier noch den Saatguttank. Schauen wir mal, dass wir den gleichen Winkel hier kriegen. Ja, es passt. Aber mit ein bisschen Abstand. Ah ja, gut, warum? Eigentlich, wenn man es richtig einfährt, müsste das ganz gut erkennen. Ah, nicht so schnell. Ja, hier. Dann haben wir jetzt Dünger, Saatgut. Dann platzieren wir noch einen Kalk. Dann müssen wir natürlich wieder jetzt versuchen, den gleichen Winkel zu treffen. Dass das alles schön ausschaut da. Da ein bisschen an Abstand. Ein bisschen zurück. Ah, nur ein bisschen zurück. Passt. Okay. Liquid Fertilizer. Wo stellen wir denn den hin? Die Frage, nächste Frage. Ah, ich würde sagen, den bauen wir hier. Ah, sollten wir denn nicht irgendwie? Doch, den bauen wir hier hin. Da können wir auch schön dran. Wo haben wir hier? Na, da wird uns dann nämlich die Kurve zu eng. Ah ja, zum Glück, die passen hier oben schon ganz gut hin. Okay. Und der Herbizidtank. Schauen wir wieder, dass wir einen ähnlich gleichen Winkel an den Start bekommen. Ja. Gleicher Abstand ein bisschen. Da stellen wir den ein bisschen weiter rauf. Na, stellen wir hier runter. Schaut das gut aus? Ja, schaut gut aus. Genau. Ja, passt, oder? Und schön, dass da beschriftet sind. Dann schnappen wir uns unseren Unimog. Was ist hier los? Abfahren. Achso, der ist nicht eingeschaltet. Das ist natürlich blöd. Dann schnappen wir uns hier in den Unimog. Und fahren uns hier einen Kurs ein. Der Kalk, Dünger und Saatgut. Dann nehmen wir gleich den Punkt hier. Kurve natürlich darf man wieder nicht zu eng fahren. Na, no. Das ist Kalk. Das ist Saatgut.
Und das ist Dünger. Darum fahren wir gleich hier weiter. Genau. Das nochmal. Das war Herbizid. Und hier machen wir Dünger flüssig. Dann fahren wir hier die Kurve ein bisschen aus. Und gehen hier mit dran. Gut. Dann würde ich sagen, packen wir unseren Unimogger mal. Oh, packen wir den hin. Dann nehmen wir jetzt gleich mal P1 Halle 2. P1 Halle 2, los geht er. In hier. Genau, Düngerpflanzenschutz lässt man stehen und auffüllen lässt man an Düngerflüssig. Düngerflüssig und schickt man einmal los. Jetzt kontrollieren wir das, ob das so herhaut. Naja, da muss ich irgendwie mir was einfallen lassen, dass er da die Punkte besser kennt. Ja gut, wobei ganz ehrlich, wenn er einmal kurz nach vorne und wieder nach hinten fährt, ist ja nicht so tragisch. Ah, stopp. Hier machen wir ihm natürlich gleich. Hier machen wir ihm gleich, wenn es jetzt komisch ausschaut. Aber eine Verbindung hier rüber, dann probieren wir das nochmal. Jawohl, funktioniert. Gut, hier beim Hof, die ganzen Linien, die möchte ich sowieso nochmal neu einfahren. Boah, das war knapp, Herr Kollege. So, Herbizid braucht man nicht. Sondern wir brauchen Dünger flüssig. Oh, es funktioniert wunderbar. Und jetzt muss er bloß nur noch zurück auf seinen Parkplatz. Gut, die Füllgeschwindigkeit ist jetzt nicht so die schnellste. Aber was soll's. Ja, wir haben jetzt natürlich hier keinen. Ah ja, wir wollten ja noch schaubig im Silo. Hier ist nämlich von der Modding-Welt ein Multifrucht-Silo. Mit 500.000. Wo ist denn das hier? Na, das hier. Das hat 1 Million Liter. Also, ich persönlich würde das jetzt nicht als Hofsilo verwenden, weil 1 Million Liter ist ein bisschen übertrieben. Ah, hier kann man sogar noch mehr 100.000 dazu machen. Aber dieses wäre eigentlich ein Silo. Mal irgendwo hier unten anstatt des Port-Silo platzieren könnten. Das wäre eine Möglichkeit. Also ich hätte überlegt, da hier auf diesem Fleck haben wir uns den nochmal auch. Da hinten ist er. Ja, gehen wir jetzt hier nicht raus oder was? Naja, doch so. Dieser Fleck hier, was? Ja, den wollte ich ja sowieso früher oder später kaufen. Okay, der gehört hier dazu. Das heißt, wir brauchen 400.000. Und hier war auch noch ein kleiner Fleck, den man kaufen könnte. Oh, das wäre ja gar nicht so blöd hier unten.
Was kostet denn der? Ah, nicht der, und der. 6000. Dann könnte man praktischerweise hier die Einfahrt zum Silo und hier wieder raus. Da müssten wir auf gut Deutsch eigentlich bloß die Bäume umlegen und die zu Hackschnitzel verarbeiten. Ja, das tun wir. Das ist ein guter Plan. Wo ist der Unimog? Ah, da war. Da fahren wir jetzt gleich mit dem Holzhacker runter. Ja, schaut jetzt witzig aus, hinten das Riesending drauf und vorne so ein kleines Gefährt. Aber er hat ja doch 240 PS, der Kollege. Und es ist ein Unimog, der schafft es. So, dann klappt man da hinten ein. Ja, das fahren wir jetzt selber runter, weil. Rohr noch einfahren. Das fahren wir nicht selber ein, weil wir schicken den jetzt einfach hier zum, was ist das? Zum Portsilo. Soll der Schäfer auch machen? Kriegt der schließlich wieder entlohnt dafür. So, wie habe ich denn das genannt? Silo, Hütsilo Entnahme. Da schicken wir nochmal zum Silo Süd. Ja klar, er dreht hier um, weil er ja keine andere Möglichkeit hat. Aber ich denke mal, dass er da unten schon angekommen wird. Und wir jumpen hier runter. Wir haben uns nochmal 5000 Kredit. Hoffen wir uns das schöne Stück Land hier. Ja. Wo ist die Motorsäge? Jetzt müssen wir aber hier wieder. Na, in was für Richtung werfen wir es denn? Ah, so. So, zack, die Bohne. Baum 1. Dann schmeißen wir in die gleiche Richtung. Weiter unten. Aber darf man auch nicht vergessen, dass man es unbedingt eine Baumstumpffräse holen. Ja. Eco-Bäume weg. Zack. Und hier noch Eco-Bäume, sage ich schon, Äste weg. Ich denke mal, dass wir da ein bisschen was an Hackschnitzel rauskriegen werden. Haben ja doch zwei Riesendinger gewonnen. Hier ist einmal ausassen, damit man ein bisschen was sieht. Ja. Ja, genau, aus dem Grund macht man es im echten Leben nicht so. Don't try this at home. Dann haben wir hier noch einen. Machen wir von hier aus. Schneiden wir den langen auch noch mit durch. Den Hauptstamm, und das wollen wir ja nicht. Ja, das mit dem Linksklicken, das nervt mir ein bisschen. Es ist entastet. Dann haben wir hier noch ein bisschen was zum Entasten. Der Busch muss weg. Aber das kann man jetzt eigentlich ganz kurz mit dem Landscaping Tool machen. Weil früher oder später
kommt hier sowieso äußerst teer hin. Gut, das haben wir schon mal erledigt hier. Unimog höre ich schon. Der ist schon hier drüben. Ja, der macht das ganz gut, seinen Job. Genau, den lassen wir mal, dann zerlegen wir den da hinten gleich. Ja, ich mache jetzt das mit dem Controller, weil dann habe ich hier gerade Ding nicht. Zack, die Bohne. Ja, den nächsten. Ja, ein bisschen weiter nach außen. Rollt ein bisschen weg, das ist schon in Ordnung so. Dann muss ich dafür mal fürs nächste Mal, muss ich mal unbedingt aufschreiben, dass wir, wow, dass wir den, das tue ich gleich, ah, das merke ich mal, dass wir den Mod mit draufnehmen, hier das Skript hält den Zug an, weil den nutzt kein Mensch, den Zug, also ich zumindest nicht. Und bevor er mir hier die ganze Zeit meine Traktoren umschmeißt. Was ist denn? Wo ist der Punkt? Da ist er. Bleib mal lieber aus, genau. So. Bäumchen, wechsel dich. Hier mal gleich ein bisschen entasten. Und einen Überblick haben. Okay, hier haben wir noch einen. Der kann noch weg. Ja, das schaut jetzt ein bisschen nach Chaos aus hier. Aber ihr wisst ja selber, wie das läuft mit dem Entasten. Den haben wir. Und den riesen Elefantenzahn hier noch. Hier, was ist, wo kommt denn der her? Hm? Ah, okay. Gut. Ja, ich glaube, den lassen wir sogar stehen, weil der stört uns da hinten eigentlich nicht. Schauen wir mal, wo hier das Problem liegt. Der muss entladen werden, okay. Der muss entladen werden. Er kommt. Was ist hier? Ah, der wird gerade entladen. Den haben wir hier hingepackt. Warte auf Ruf. Du hast einen Ruf, der Kollege. Ich finde jetzt gar nicht so schön, dass er hier näht. Ja, wir fahren jetzt dann einfach mal manuell aufs Feld. In der Hoffnung, dass er den Ruf erkennt. Achso. Ja, das falsche Gerät ausgewählt. So, klappt man den gleich mal auf und dann fahren, weil macht man ja so. Hier ist das Röhrli raus. Oh, da müssen wir uns jetzt eine gute Position suchen, damit wir den dann nicht ständig umpacken müssen. Ich glaube, dass wir den einfach hier so. Den einfach hier so reinstellen. Ja. Und ich mag steigen mal kurz zur Seite. Licht macht man aus, wenn nicht, dass die Batterie leer wird. Dann starten wir. Und laden gleich einmal die kleinen Stücke rein.
Ja, Schatz, der ist eigentlich zu schwer und jetzt, wenn ich hier herdrücke, dann geht das. Also, mache ich normalerweise nicht, aber hier in dem Projekt ist schon machbar. Da. Nimm dann. Da müssen wir abschneiden. Schneidest du denn jetzt durch? Gut. Mann, Mann, Mann. Die Holzarbeit. Da geht. Der ist, glaube ich, gerade genug, dass man reinschmeißen können. Ja, definitiv. Na, nimm jetzt das. Durchschneiden. Also schneide oder ja, wie wenn sie. Dann schneiden wir auch gleich wieder ab hier. Ah, hier in der Kurve am besten. Ja, wenn der auf Feld 1 fertig ist, der John Deere. Der darf dann gleich hier runterkommen. Oh, das war jetzt nichts. Man kann sich dann gleich die Hackschnitzel abholen. Die man ja wieder in unser eigenes Silo steckern. Mann, mach doch einmal. Gut. Und hier den noch rein. Bin ich gespannt, wie viel das da rausgeht. Mit den zwei Bäume. Da kann man rein theoretisch die Hauptstämme ins Sägewerk fahren. Weil die ja doch relativ groß sind. Wow. Ja, so mag ich das. Meine Güte. Ja, ich hoffe, er hat ihn erwischt. Ja, ich denke mal, das mache ich jetzt offscreen weiter, weil das doch ein bisschen eine Zuckerei ist hier mit den blöden Baumstämmen. Die haben ja eigentlich auch nicht zum Fällen gedacht, deswegen. Ah gut. Nimm doch jetzt den scheiß Ast. Gut. Na, alles klar. Mache ich offscreen, besser ist es. Ja, ich sage danke fürs Zuschauen, hab mich gefreut, dass ihr dabei wart, wie immer. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Schaut an meine anderen Projekte, ja, also es ist ja nicht nur Landwirtschaftssimulator, es kommen jetzt wieder gar dazu. Und nicht vergessen, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, Glocke drücken. Bis zum nächsten Mal, für euch.